Es ist soweit das letzte Video aus der Reihe. Das große Finale von Rise of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder da seid. Hinterlasst gerne ein Abo, sofern noch nicht geschehen. Like das Kommentar, teilt das Video. So, große Finale. Wir haben uns mittlerweile durchgeschlagen. Durch Trinity. Durch die unsterblichen Krieger auf der Suche nach der unsterblichen Quelle. Wir sind ganz nach oben. Alle Einheiten, habe Sichtkontakt zu Croft. Sie darf keinesfalls in die Kammer der Seelen. Oh doch, wir wollen in die Kammer der Seelen, Konstantin. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Okay. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Moment! Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Ja, dann mal los. Das steht ja so schön. Lösen Sie mit Viereck das Funksignal aus. Ja, dann los. Gib ihm ja, Sophia. Mach das Katapult hier, fertig. Hier. Alles klar. Los geht's. Das war natürlich volle Murkse. Ja, lad mal schneller nach. Okay. Jetzt aber. Zack. Genau. Also, wir kriegen Konstantin damit erwischt. Wenn wir die Möglichkeit haben, dass Sophia ihr Katapult lädt und wir den Katapultbeschuss quasi auch nochmal befeuern. So, das war die erste Runde. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Runde gegen Trinity. Oder vielleicht gegen den einen oder anderen unsterblichen Krieger. Wow. So, wir können hier oben auch gegenschießen. Dann fährt das runter und dann verkokeln die. Also können wir hier diese einzelnen Feuerschalen mit der blauen Flamme nutzen. Ah, da fliegt er aber. Guckt. Geht super. Geschickt. Weil die kommen von überall. Nee. Ach ja, und sterbliche Krieger, ich hab's ja gesagt. Nicht nur Trinity, und sterbliche Krieger sind auch dabei. Kann man nur hoffen, dass sie sich gegenseitig auch so ein bisschen bekriegen. Und nicht nur die unsterblichen Krieger auf uns zu rasen. Hat aber ganz viel Anschein. Auch kein Problem, wir haben unsere Pumpgun. Und ein Steigeisen. Wirst du wohl. Flieg. So. Ein bisschen Abstand nehmen hier. Heilen können wir uns gerade nicht. Aber wir haben noch nicht viel Zeit, ein bisschen Munition zu sammeln. So, nächster Helikopter. So, Sophia, mach das Katapult fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ja, wir auch noch nicht mit dir. Warte ab. Okay, ist er wieder nach oben. Ja. Lass mal hier den Schild ein bisschen ausweichen. Ein paar Mauern sind immer übrig geblieben. Ja, wir brauchen erstmal ein bisschen Deckung. Ich dachte, ihr seid schon fertig. Kurz hier unten und gucken, aktuell ist ja hier kein Gegner, hier stehen auf jeden Fall jede Menge griechische hochexplosive Fässer rum. Kann also auch eine Taktik sein, den Kampf mit Trinity und den Kriegern hier nach unten zu verlagern. So, wo ist der Heli? Noch nicht in Sichtweite für uns. Ah, los, komm, Sophia. Ja, aber so doch nicht. Scheibenpflaster. Und wenn die ihn aber noch kurz abwenden, dass wir uns hier ein bisschen erholen können.
Ja, ja. Gib uns Zeit, du bist lustig. Können wir gerne mal tauschen, Sophia. Lass mal vernünftig ausrichten diesmal. So, jetzt könnte es klappen. Jetzt. Ja, aber noch nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, der Heli, der fliegt ja schließlich noch. So, gerade begutachtet. Kann ich mal ein bisschen nach hier unten verlagern. Vielleicht haben wir einen Vorteil, indem wir die Fässer auch nutzen. Unter Umständen. Na, wo seid ihr? So, neue Muni einladen. Heilen können wir uns auch, das ist schon mal gut. Nahkampfangriffe können wir auch. Mein Freund. Sven gar nicht weniger irgendwie, ne? Fing aber einige Sachen durch die Gegend. Alter Schwede. Und werden wir schnell verarzten. Nein. Shit. Okay. Gleich nochmal. Das war ein Luftloch. Ein bisschen mehr die Fässer nutzen irgendwie. Kurze Zeit genommen, hier mal die Trinity-Soldaten zu präparieren. Vielleicht wird das ein bisschen mehr. Wir müssen auf jeden Fall so gespawnt sein, dass er zweimal den Heli getroffen hat. Gibt's auch gar nicht. Haben wir nochmal verbunden hier. Ja, das heilen Kräuter und Stoffressourcen verbraucht, das wissen wir wohl. Hilft ja nichts. Es hilft ja alles nichts. So, Sprengfall. Aus die Maus. Und wieder nach oben. Kommt ihr gleich wieder um die Ecke. Eigentlich ist die Bucht hier ganz cool. Jetzt kommt links wahrscheinlich wieder einer, genau. Nochmal. Und kommt wahrscheinlich gleich rechts wieder einer. Klar. Heilen. Sprengfall. Ich hoffe, dass wir die mittlerweile ein bisschen ausgemerzt haben und ein bisschen ausgedünnt. Wir liegen auf jeden Fall rum. Oh, der Heli kommt wieder. Und wir sind hier einen Soldaten.
Konstantin ist halt eine feige Sau. So, einmal müssen wir noch. Jetzt. Geht das nur hier an der Stelle? Ja, das wissen wir. Lass uns doch erstmal ein bisschen verschnaufen hier. Kurz gucken, dass wir auch gleich den Feuerball auch wirklich treffen. Wenn so ein Katapult wegschleudert. War es das jetzt? Ja. So, das sieht nach der Kammer der Seelen aus. Und unter uns sind direkt, ja, einige unendliche Krieger, stimmt nicht, unsterbliche Krieger. Und dem macht das irgendwie alles gar nichts aus, dass hier gerade ein Heli durch die Gegend explodiert ist. Ja komm, wir messern dich weg. Den nächsten messern wir auch weg. Ja, Feuerschalen sind oben auch. Alles Gute kommt von oben. Ja, der hat auf jeden Fall mitbekommen, denke ich mal, dass das ein anderer Kumpel da Staub aufgegangen ist. Weggemessert! So, hier liegen noch ein paar Pfeile rum. Fähigkeitenpunkte zugewonnen. Dürfte direkt unter uns sein. Sind das noch zwei Leute? Einer vor uns und einer hinten. Sieht gerade so aus. So, Vorrichtung für Hakenachse ist auch da. Schrapnellgranate können wir auch vorbereiten. So, wo ist denn der letzte? Wahrscheinlich laufen wir dem direkt in die Arme gleich. Nee. Na, geht das gut? Gut. So, Schrapnellgranate ist vorbereitet. Kommt nochmal der Nachhut. Ja. Im nächsten Fackelträger. Aber wir haben eine schöne Granate hier. Das haut den nicht mal weg. Ich glaube das ja nicht. So, Pumpgun wieder ausgerüstet. Okay, ne? Was auch immer das heißt, Mark. Nichts Gutes für uns. So, die göttliche Quelle. Finden Sie einen Ausgang. Wer bleibt noch auf unserer Liste? Konstantin. Der ist auch schon. Ey, du hast unseren Boden genommen. Spinnst du? Jetzt nur sie und ich, Lara. Das wird nicht gehen. Ja, schön mit dem Eisen hier. Hast ja schon ein paar Mal im Gesicht. Kriegst noch ein paar dazu. Das wird nicht gehen. Fällt der nicht irgendwann mal um? Gibt's doch gar nicht. Wie oft sollen wir denn hier noch eine runterpumpen hier?
mit Objekten ablenken. Nutze diese gefundenen Objekte, um Konstantin abzulenken. Warum sollen wir den ablenken? Wir hauen ihm hier tausendmal auf die Fresse hier. Und er fällt nicht um. Das muss ich jetzt nicht ganz verstehen, ne? Das geht. Guck an. Ich denke nicht. Naja, aber alles eine Frage der Perspektive. Wenn dein Schicksal das ist, dass du hier drauf gehen wirst, dann ist es dein Schicksal, Konstantin. Er hätte es nie so weit geschafft. Da. Oh, er dreht sich uns nicht zu. Ausweichen. Weichen Sie Angriffen aus. Okay. War das schon der ganze Endboss? Nein, ne? War das der Endboss-Fight? Er atmet ja noch. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Geht sie nicht einfach weg von mir. Halt! Ja, denkst du, wir bleiben bei dir, oder was? Vater getötet. Nein, sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich. Seien Sie still. Was hättet ihr gemacht? Hört sie zur Hölle. Eine Entscheidung habt ihr gesehen. Betreten Sie die Kammer der Seelen. Also der Helikopterboss-Fight, okay, der war cool. Aber gegen ihn eben mit der Axt? Hm. Anna! Stopp! Deine Männer sind besiegt. Dein Bruder ist tot. Nein, das ist, was Trinity Doch. Gebracht hat. Tod. Nichts anderes werden sie je bringen. Gib es auf. Dafür habe ich alles aufgegeben. Und auf gar keinen Fall überlasse ich jetzt alles Trinity. Was ist mit deinem Vater? Du verdammst ihn, das Gespött der Geschichte zu sein. Bist du doof, oder was? Wie kannst du das aufgeben? So kurz davor. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Du darfst sie nicht bekommen. Denk an die Millionen, die leiden und sterben. Wir können sie retten. Wir können die Welt verändern. Gemeinsam. Der Preis ist zu hoch, Anna. Wir sollen nicht unsterblich sein. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Du hast ja auch leicht reden. Du bist nicht die, die stirbt. Aber hier geht es nicht um dich. Es geht um die Menschheit, das zu beschützen, was uns menschlich macht. Sie kommen! Wir sind umstellt! Jacob, Achtung! Die Quelle ist nicht für die Welt bestimmt! Das ist deine Chance, Lara. Alles, was ich getan habe, was du getan hast. Es muss doch nicht noch ein Croft dafür sterben. Ich bin bereit dazu. Oh!
Jacob, halten Sie durch! Durchhalten? Das habe ich schon so lange. Sie wussten, ich zerstöre Sie. In all meinen Jahren habe ich kaum jemand so Außergewöhnliches getroffen. Endlich geschieht es. Mein Ende. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur etwas verändern. Das haben Sie schon. Das haben Sie schon. Geliebte Lara. Ich denke oft, mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, welche Schande ich über unseren Namen gebracht habe. Croft, was bedeutet das schon? Ich hoffe nur, irgendwann drückst du der Welt deinen eigenen Stempel auf. Denk dran, außergewöhnlich macht uns, was wir tun, nicht wer wir sind. Die Quelle zu zerstören war richtig. Aber er wäre trotzdem enttäuscht. Ich glaube, er hätte sich auch so entschieden. Na los, das Flugzeug wartet schon. Ich habe sein letztes Band schon 1000 Mal gehört. Aber es ist, als hörte ich die Worte meines Vaters erst jetzt, zum ersten Mal. Egal, welche Wahl er getroffen hätte, ich muss meine eigene treffen. Der Mythos von Kitesh war real. Dort ruhen Geheimnisse, die Welt verändern können. Ich muss sie finden. Nicht für meinen Vater oder sonst jemanden, sondern um etwas zu verändern. Ich hoffe nur, ich tue das Richtige. Ich kann auf jeden Fall sagen, bleibt dran. Das war's noch nicht ganz. Nach dem Abspann, das haben die Entwickler auch verdient, kommt nochmal eine ganz kleine Zwischenszene, und zwar mit Anna. Könnt ihr in der Videobeschreibung skippen, wenn ihr nicht so lange aushalten könnt. Thank you.
Da sind wir wieder. Anna. Du sagtest, noch ein Croft muss nicht dafür sterben. Was hast du damit gemeint? Du hast meinen Vater getötet, nicht wahr? Trinity befahl seine Hinrichtung. Ich konnte es nicht tun. Du lügst doch! Ich liebte ihn. Wenn ihr wissen wollt, was mit dem Vater auf sich hat, wartet die neue Playlist ab. Und was ist mit Croft? In dem darauffolgenden Spiel Shadow of the Jump Warder. Noch nicht. Bis dorthin, Gamer Tim Drake.